Ich habe letztes Jahr ein einwöchiges Praktikum in der Musikschule Vision in Heilbronn gemacht. Und die eine Woche hat sich halt absolut gelohnt, weil ich hatte die Chance, bei ganz tollen Menschen die wahre Bedeutung von Musik kennenzulernen und was es heißt, Musik zu leben. Und also ich war recht schnell begeistert und habe dann auch meine Gitarre, die 6 Jahre lang in der Ecke stand, mal wieder ausgepackt und habe ein paar Akkorde gelernt. Ich habe dann versucht, jede Chance für irgendwelche Auftritte, die sich mir geboten hat, zu nutzen. Nur mir wurde bald klar, dass mit meiner Kindergitarre sich die Auftritte ein bisschen schwieriger gestalten. Und deshalb habe ich mir dann eine neue Gitarre gewünscht und die dann auch bekommen. Story of who
was ist das Gitarrespielen für mich? Also für mich ist es ein Gefühl von Freiheit. Ich kann, wenn ich ein Lied singe oder auch spiele im Allgemeinen, kann ich einen Moment lang dem Alltag entfliehen. Wenn ich Gitarre spiele, das ist für mich eine Form, Gefühle auszudrücken und Gefühle zu verarbeiten. Es ist für mich pure Leidenschaft. Es kann aber auch beispielsweise zur Unterhaltung dienen im Sommercamp am Lagerfeuer. Und was ich eben auch schön finde zu sehen, immer wenn ich mit meiner Gitarre jetzt irgendwo unterwegs war, haben die Leute einfach nur positiv reagiert und haben gemeint, hey, was mache ich denn? Und ob ich denn die bestellte Band wäre. Also ja, es ist immer nur positives Feedback und das ist einfach auch schön zu sehen. She's all loved, mixed up, baked, and beautiful.